Da bin ich mit einem neuen Video von meinem Rastkock. Viele haben mich gefragt, ob ich mal wieder ein Setup dazu drehen kann. Und natürlich kann ich. Denn in der Tat hat sich ein bisschen was verändert im Vergleich zu damals. Ich hatte ja schon mal ein Video hochgeladen für euch von meinem Rastkock. Aber ja, es ist ein bisschen anders geworden jetzt mittlerweile. Man hat einiges verändert, man hat einiges rausgetan, man hat andere Sachen rein. Ja, auch das liebe Wägelchen hat seine Grenzen, was Platz angeht. Aber immer noch bin ich sehr begeistert, denn es passt wirklich einiges rein. Und vor allem, ich möchte ihn nicht mehr missen. Ich finde find das Teil einfach geil, nach wie vor. Ja, und ich dachte, ich zeige euch mal, wie der heute so aussieht. Ich habe jetzt einfach die Kamera angeschmissen, da ist nichts aufgeräumt oder irgendwas. Das alles so ein bisschen querbeet jetzt, weil wie gesagt, ja, so ganz viel passt ja dann nicht rein. Geil ist natürlich, selbst da ist mein Schatzi wieder parat. Mäuschen, machst du Heierchen? Machst du Heierchen, ja? Ja, jetzt guckt er kurz. Ja, sag mal Hallo. Ja, er sagt jetzt natürlich Hallo, ne? Klar, wisst ihr Bescheid. Ja, ich hatte eben schon mal ein Unboxing gedreht und da war er natürlich wieder ordentlich zugange, weil er dachte, es fällt wieder was für ihn ab. Ne, mein Schätzchen? Ja, und jetzt guckst du, was die Mama hier macht. Gut, ich würde sagen, ich krieg den Wagen gerade so komplett rauf, wie man sieht. Aber das wäre jetzt auch viel zu weit weg. Ich werde das Stativ jetzt... Upsa. Ich werde jetzt das... Mann, ich werde jetzt mein Stativ anders stellen und werde einfach die einzelnen Fächer mit euch durchgehen, wie eben auch beim ersten Video. Und ich hoffe, das klappt. So, und da wären wir dann beim ersten Fach. Und ihr seht, das ist alles schon relativ eng geworden. Ich hatte hier oben ursprünglich andere Sachen drin. Ich überlege nur gerade, was. Das hatte ich dann rausgenommen und habe mich dann entschieden, hier nochmal Washis reinzutun, weil ich möchte mehr Washis in meinem Rastkock. Ich habe ja meine Washis in den Koffern, in den Lumenband-Koffern und wollte aber einiges mehr hier haben. Gerade die neuen, die ich jetzt alle von Action bekommen habe, wieder. Und deswegen habe ich das, was hier drin war, ausgeräumt und mich entschieden, in diesem Fach jetzt auch noch Washis aufzubewahren. Ich überlege nur gerade, was vorher drin war. Ich weiß es gerade gar nicht. Sticker hatte ich da nicht drin. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt gut mit den Washis. Ah, genau, doch, ich weiß es. Ich hatte da meine Pailletten drin, meine Streudeko. Und da ich mittlerweile irrsinnig viel habe, ist das hier sowieso nichts gewesen. Ich habe meine Streudeko jetzt anders aufbewahrt. Und so ist ganz fein. Ja, nach wie vor ist so, das hat sich auch nicht verändert. Ich habe hier einiges an Sticker und auch hier diese Stickerboxen von Action. Hier diese kleinen Tütchen, die ich von Ali habe. Und hier, die hatte ich mal als Goodie. Genau. Also hier habe ich jetzt so Sticker, die ich, ja... Hatte ich ja jetzt, ich hatte ja einiges bei Ali geholt. Gehen wir mal so ein bisschen durch. Genau. Ich habe einiges an Sticker schon aussortiert, die ich abgebe oder eben auch immer jetzt mal so mit verschickt habe. Denn ich benutze ganz gern einfach nur noch so bestimmte Sticker. Hier gerade diese kleinen Alltagssticker. Draußen ist es gerade laut. Also diese kleinen, süßen, transparenten Sticker, die benutze ich irrsinnig gern. Die habt ihr ja gesehen in meinem Ali-Haul. Genau. Die sind irrsinnig süß hier, solche. Aber da denke ich, werde ich auch einiges abgeben, weil auch sowas, ich benutze die nicht wirklich mehr, gerade weil sie eben so ein bisschen dicker sind. Hier diese Kawaii-Sticker, die sind mega niedlich, aber wie gesagt, ja, ihr seht, es ist relativ viel an Sticker, was ich hier drin habe, obwohl ich schon da auch aussortiert habe. Ich habe noch einige in meiner Tischtruhe, weil man kann hier nicht alles, was man an Sticker hat, reintun. Das ist unmöglich, wobei ich finde, dass man hier schon in so einem Kasten, wenn man die jetzt hoch kann, stellt, einiges reinkriegt, ne? Das sieht man ja. Es sind ja schon einige Sticker drin. Dann habe ich nach wie vor noch diese Rollen hier. Die können aber auch irgendwann mal alle gehen. Die müsste ich mal irgendwie mehr benutzen. Ich benutze gerade die Herzen eben so für Ü-Post oder so, wenn ich was verschicke.
Ja, hier hinten habe ich immer noch, das hatte ich vorher auch, hier habe ich dieses Kawaii-Täschchen aus der Kawaii-Box. Das war auch mal in der Kawaii-Box. Ja, im Grunde ist es da drin, aber nutzen tut man es irgendwie nicht. Mal gucken, ob ich, weil die finde ich eigentlich schon sehr schön, ob ich die mal irgendwie für was nutzen kann. Und dann habe ich hier, das habe ich ja mal von der lieben Bianca bekommen, von Pinky Rose. Bianca, und da habe ich meine kleinen Fineliner drin. Die sind so mini, ich finde die so niedlich, weil die so sind, sind ganz kleine. Und das ist hier hinten drin. So, und dann kommen wir zur nächsten Box. Und wie ihr seht, habe ich da jetzt Action Tapes drin, die ich aktuell wieder bekommen habe. Die habe ich geordert, die hat mir die liebe Swantje besorgt. Und ich bin so happy, ich habe endlich dieses Tape. Einmal von der Bianca, das habe ich jetzt sogar zweimal. Einmal von der lieben Bianca und einmal von der Swantje. Nee, Swantje, ja, von der, genau, Swantje hat mir eins besorgt. Das schickt sie mir noch. Und das ist so schön. Ich finde, das ist eines der schönsten Tapes von Action. Ja, die sind alle jetzt noch verpackt. Das sind, wie gesagt, so die neuesten. Dann habe ich mir ja auch, aber das habt ihr ja in dem Action-Haul gesehen. Ich habe hier diese schönen Craft-Tapes auch. Und die wollte ich halt nicht jetzt in den Koffer schmeißen. Die wollte ich auch unbedingt in meinem Rastkorb haben. Und deswegen sind die hier mit drin und die Streudecke ist raus. Genau, ich habe die jetzt auch alle noch verpackt. Die noch hier. So viel kann man gar nicht wirklich. Sowas, also es ist unfassbar, diese Sucht, ne? Aber ich bin nicht mehr ganz so heftig drauf. Ich habe viel aussortiert und werde viel in Ü-Post mit reinpacken. Oder so bei Pocket Letter Tausch. Weil, wie gesagt, man hat echt wirklich sehr viel. Ja, und dann hatte ich ja neulich von der lieben Kerstin diese Washi-Sheets. Bin ich sehr gespannt. Die habe ich noch nicht verwendet. Die sind jetzt hier mit drin. Weil ich dachte, passt ja. Ist ja auch sowas wie Washi. So, und dann muss ich mal wieder ein bisschen wandern. Da kommen wir zu meinen drei Magnetboxen, die ich habe. Oder Magnetdosenboxen, Quatsch. Zu diesen Magnetdosen. Die finde ich irrsinnig cool und da passt auch echt viel rein. Glaubt man gar nicht. Ich habe unfassbar viele Paperclips hier drin. Also es platzt aber auch wirklich aus allen Nähten. Hier habe ich diese Süßen von der Kawaii-Box. Und die hatte ich zweimal. Upsa, ich bin nicht im Bild. Und halt so normale Paperclips. So Büroklammern, normale. Damit kann man, wie gesagt, ja so Paperclips machen. Mit Heißkleber oder so. Ich wollte die ganze Zeit auch mal endlich wieder neue Paperclips machen. Aber die gebe ich dann ab, auch so in Ü-Post und so, weil ich selber brauche, wie ihr seht, nicht wirklich noch Paperclips. Oh, hier sind schon einige drin. Die habe ich auch selber gemacht. Hier die kleinen mit der Schleife. Ich mag ja gerne so Paperclips mit Schleifen in Gold und oben sowas drauf. Da wollte ich jetzt noch einige machen. Oder hier, so eine habe ich auch mal gemacht mit Brad. Wie gesagt, da wollte ich jetzt auf jeden Fall mal wieder welche machen. Hier meine Kitty, die gebe ich auch nie ab. Die habe ich von der lieben Sandra. Liebe Grüße an dich, meine Süße. Ja, die habe ich mal von der Sandra bekommen, die Kitty. So. Ja, ihr seht ja, ihr kriegt gleich total Ischias, weil ich hier so gebückt bin. Ja, und dann habe ich hier noch Paperclips. Und da hatte ich neulich auch in einer Ü-Post diese süßen Paperclips. Das finde ich auch so niedlich. Mal gucken, ob ich es in meinem Travelers mache. Hier ein schwarzes mit schwarzer Schleife. Diese Schleifen habe ich auch in mehreren Farben. Die gibt es, die hatte ich mal vom Fehmarn, glaube ich. Genau, das sind hier also meine Paperclips. Kann man natürlich auch andere Sachen reinmachen, aber ich finde die für Paperclips mega gut geeignet. Also ich würde am liebsten nochmal so Dosen holen, aber es ist eben so, umso mehr hier an den Seiten hängt, genauso wie diese Töpfchen, zeige ich euch gleich, umso platzintensiver wird dieses Modell, ne? Ganz klar, weil es geht ja dann mehr in die Breite, mehr in die Tiefe. Und jetzt gehe ich noch mal ein Stück runter. So, jetzt sind wir im zweiten Fach.
Oh, ich sage immer dieses so, ne? Wenn ich einen Vlog drehe, ist mir aufgefallen, dass ich immer, wenn ich das Video ausmache und dann wieder anmache, so sagt man dann immer. So, da bin ich wieder, ne? Weil man halt immer so einzelne Sequenzen, ist Frequenzen dreht. Ja, hier habe ich nach wie vor diesen Kalender drin. Da bleibt er auch. So, die hatte ich euch gar nicht gezeigt. Eigentlich wollte ich noch Haul drehen, aber das weiß ich nicht, kam ich von ab. Beziehungsweise, nee, weiß ich nicht, ich habe einen Haul gedreht, aber ich habe ihn aus Versehen vom Handy gelöscht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich drehe jetzt keinen neuen, weil im Grunde war es nicht viel. Ich hatte mir bei Ali, ist jetzt aber auch schon bestimmt 2, 3 Wochen her, als es angekommen ist, hatte ich mir von Ali diese schönen Die-Cuts bestellt. Und die sind echt traumhaft, muss ich sagen. Und Packen mit Clear Stamps, aber die gebe ich ab, weil ich stempel nicht. Ja, kann ich euch mal so eben zeigen. Das sind wirklich wunderschöne Sachen. Ich liebe Die-Cuts und die haben hier so einen Glanzeffekt. Die benutze ich sehr, sehr gern. Also ich bin im Moment total geil auf Die-Cuts. Die benutze ich halt fürs Matchbook, aber insbesondere auch jetzt für mein Travelers Notebook. Das sind so diese Motive. Und selbst bei Ali waren die jetzt nicht so ganz günstig. Oh, hier ist leider an der Seite auch, weil dann kann ich euch das mal so ein bisschen zeigen, was da so drin ist. Also seht ihr, sind traumhaft schön mit diesem Glitter- und Glanzeffekt. Ich liebe diese Teile, ne? Ich könnte, weiß nicht, ich könnte mir die an die Wand klatschen, alle. Ich finde die so geil. Oh, und gerade fürs Travelers und ja, so fürs Smashbooken ist das eine geile Sache. Ja, da sind jeweils 25 Stück drin. Und ja, die habe ich, wie gesagt, von Ali. Einen Haul hatte ich gedreht, aber der ist mir dann flöten gegangen, wie gesagt. Kommt leider mal vor, dass man ein eigenes Video wieder gelöscht hat. So, ich lasse es mal eben draußen. Dann geht es hier weiter mit diesen Paperclips. Die kriege ich hier irgendwie nicht mehr unter in die Dosen. Die habe ich jetzt so, ja. Man kauft sich's, weil man es geil findet, aber man benutzt es nicht. Auch typisch. Dann habe ich hier meine 3D-Formpads von Action. Ich mache im Moment sehr gerne Pocketletter, wo ich auch vorne so 3D-Bildchen raufklebe und da sind die Pads ganz geil. Da wird es ein bisschen angehoben und hat einen tollen Effekt. Nach wie vor habe ich, das hatte ich vorher auch, habe ich hier diese Täschchen drin. Die gab es damals ja im Kick. Hier ist so ein kleines Heftchen. Das war, glaube ich, in der Kawaii-Box. Und dann habe ich nach wie vor mein Think Happy, Be Happy Buch, was ich auch schon einiges benutzt habe, weil ich finde es echt schön. Und hier ist mein Karteikasten mit meinen Project Live-Karten und die ist randvoll. Da passt keine einzige Karte mehr rein, ohne dass ich, also ich krieg's denn kaum zu, ich knick mir das dann ab. Ja, also die ist wirklich mega voll. So. Also das sind die Dinge, die ich jetzt im Wagen habe, die ich auch wirklich, außer jetzt die Sticky Notes, ich verwende keine Sticky Notes mehr irgendwie, aber die habe ich hier im Wagen, die ich mag und schön finde. Ich hatte ja alle Sticky Notes, fast alle von Mudu. Und da habe ich jetzt die meisten verkauft vor kurzem. Ein paar habe ich noch, die können aber auch gehen. Die habe ich aber noch nicht verkauft. Die besten sind halt schon weg. Ja, und hier habe ich jetzt drin noch einmal diese Hüllen. Das sind so Hüllen, die genau oder so fast die Größe haben wie eben so eine Pocket-Letter-Karte. Genau, aber nur fast. Dann habe ich hier doppelseitiges Klebeband, einmal schmales und einmal breites. Hier die Beine. Genau. Dann habe ich hier drin, die hatte ich mir geordert von der lieben Swantje von Action. Hier diese normalen Paperclips. Weil ich, wie gesagt, ganz gern Dings machen wollte. Ja, Dings. Paperclips. Dann habe ich hier diese Pfeile, die finde ich auch voll geil. Die habe ich von Bianca. Und dann habe ich mir hier diese goldenen von Ali bestellt. Da ich, wie gesagt, wollte ich Paperclips machen.
Ja, wie gesagt, ihr seht, also in die Döschen passen keine Paperclips mehr, deswegen habe ich die, aber die haben ja eine Verpackung, finde ich okay, habe ich die hier mit reingestopft. Dann habe ich hier Text drin. Das sind die auch aus dem Action. Die finde ich irrsinnig schön. Genau. Und die hatte ich jetzt neulich im Paket von der Kerstin. Ja, die habe ich hier mit drin. Und der Rest ist dann Sticky Notes. Genau. Also hier habe ich alles Sticky Notes drin. So eben welche, die... Hier sind die vom Happy Planer. Also ein paar habe ich hier drin. Noch, aber die meisten habe ich weggepackt. Ich habe noch einen Karton mit Sticky Notes in meiner Tischtruhe. Und schon viele aussortiert, die ich verschicke. Genau. Die hatte ich neulich von der Bianca. Die finde ich cool, die behalte ich natürlich auch. Und hier dieses schöne Büchlein von Kerstin. Ja, dann habe ich halt noch hier den Rest Modu. Da habe ich hier noch diese komischen Gestalten. Vielleicht, ob man das sehen kann. Wenn ich alles rauswursteln. Ja, die können auch noch gehen. Ich benutze sie einfach nicht. Die ganzen Module. Ich habe damals alle gewollt und da kam eine Packung 2 Euro, was ja auch nicht gerade günstig ist, ne? Wenn man jetzt zumindest mit Action Sticky Notes vergleicht. Ja, also hier sind Sticky Notes und so ein bisschen Tüdelkram. Genau, und jetzt gehen wir nach ganz unten. Mal gucken, wie ich das hinkriege mit meiner Kamera. Moment. So, war jetzt gar nicht so schwer. Gott sei Dank habe ich ein Stativ. Oh, so, hier habe ich zuerst einmal so ein paar Figürchen. Die hatte ich damals aus der Kawaii-Box und die finde ich mega niedlich. Deswegen sind die hier mit dran. Vor allem den finde ich so super schön, weil ich mag die Kombi Gold-Rosa. Oh, so flauschig und oh, einfach zauberhaft. Knuddelig, süß, niedlich, cute und weiß nicht, was es da sonst noch so gibt. Ja, hier habe ich... Ich wollte es nicht wegschmeißen, Papier von meinem Carpe Diem, weil ich dachte, das kann ich als Papier verwenden. Man hat ja nicht schon genug Papier, aber das ist halt so, weiß nicht, oder man, dass man sich ja die Schrift ausschneidet. Deswegen habe ich es mir aufgehoben, weil ich habe ja mein Carpe Diem verkauft. Also hier sind jetzt im Grunde Sticker, große Sticker und meine ganzen Standblöcke drin. Die hatte ich ja euch auch gezeigt. Hier diese, das sind diese Kartensets eigentlich, wo man Karten mit basteln kann. Die sind auch vom Action. Ne? Ich benutze halt gern diese Stanzteilchen. Genau. Aber wie gesagt, die hatte ich euch alle gezeigt. Das war jetzt so ein Block, der mir nicht hundertprozentig zusagt. So, ja, wie gesagt, die Stanzblöcke hatte ich euch ja gezeigt. Das sind die von Action, die finde ich richtig schön. Zwei, da habe ich jetzt auch einige von. Verschiedene Motiven. Hier. Upsa. Ich glaube, das sind so 7 oder so habe ich, oder 8. Ich weiß es jetzt gar nicht. Die einzelnen Seiten hatte ich euch auf jeden Fall im Video gezeigt. So. Und dann haben wir hier noch 2. Genau. Ui. So. Ja, dann habe ich hier noch drin, die wusste ich nicht mehr unterzubringen, die habe ich da jetzt liegen, weil ich die in der Verpackung lassen möchte. Das sind diese MT-Tapes. Hier habe ich diese Stickerhefte, die finde ich auch unglaublich niedlich. Jetzt fällt natürlich alles in sich zusammen. Ja, das einmal das mit den Tieren. Dann die hier. Und ja, das hier. Also die finde ich total cool, diese Stickerbücher. Ich weiß nicht, ob es noch mehr davon gibt. Ich habe jetzt diese 3. Also ich glaube, da würde ich alle nehmen, die es von gibt, weil ich die einfach so cool finde.
Und da sind noch einige Sticker drin in so einem Buch. Dann habe ich hier noch ziemlich viele dieser größeren Bögen-Sticker. Hier auch von Action, diese kawaiigen Sticker. Hier habe ich diese Wortsticker von Action alle. Die kennt ihr ja auch. Genau. Ja, und dann halt, wie gesagt, diese großen Bögen, die ich anders so nicht unterkriege. Hui! Das sind diese Vintage-Sticker. Upsa! Von Action. Und dann habe ich hier noch solche. Die sind auch irgendwie von Action. Die passen nicht in die Sticker oben hin, weil die sind ja hier A4. Genau, und dann habe ich hier noch zweimal diese Chipbot-Sticker. Ne, dreimal sogar. Verschiedene. So. Also ihr seht, es passt schon einiges da rein. Die sind auch mega schön. Und hier noch weihnachtliches Chipboard. Genau. Und das war's mit unten. Das muss ich jetzt alles wieder einräumen. Moment. Ich hatte übrigens im mittleren Fach diese große Tasche hier vergessen. Da sind Samples drin. Ich hatte da mal eine kleinere Tasche, aber die musste jetzt größer werden, weil ich habe so einiges an Samples mittlerweile. Upsa. Also es ist schon wirklich einiges. Und, upsa, ja, das wird hier nichts. Ja. Genau. Dazu kann ich gerne mal, wenn ihr Bock habt, ein extra Video machen, aber ich kann ja nicht alles jetzt einzeln zeigen hier. Wie gesagt, könnt ihr gerne äußern, ob ihr da mal sagt, ich will jetzt alle einzelnen Sticker sehen, die im Rascock sind oder Paperclips, so what? Wäre kein Problem. So, jetzt bin ich hochgewandert und wieder habe ich so gesagt. So, wisst ihr Bescheid. Ach, so ein bisschen schief hier. Moment. So. Hier habe ich in den zwei Eimern schmale Washi-Tapes. Ich mag ja total gerne diese schmalen. Deswegen sind die ganz wichtig, müssen die im Rascock sein. Und genau, da habe ich mittlerweile jetzt auch hier zwei Pötte. Aber mehr darf es dann auch nicht werden. Ich habe noch mehr schmale. Aber ich habe auch viele doppelt von Action oder so. Die sind alle in meinem Loom-Koffer. Aber ich kann hier nicht. Hier kriegt man nicht alle Sachen unter. Das ist unmöglich. Ja, wie gesagt, das sind die Tapes hier. Dann gehen wir mal runter zu den anderen Beinbehältern. Da habe ich jetzt drin ja, Schere, Bastelmesser, mein Textmaker, sage ich jetzt mal dazu. Genau. Meine kleine süße Schere. Ein Plastiklöffel für meine Streudeko. Und halt ein Tacker. Und mein ja, Schneidemesser. Dann mache ich meistens Pakete auf oder so. Ja, dann habe ich hier meinen Eckenabrunder, den ich auch überhaupt nicht missen möchte. Den benutze ich sehr, 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 sehr gern und sehr viel. Ich runde ja auch die Fotos ab und so, die ich ausdrucke. Ja, Kleberoller, Tippex, ganz furchtbar. Das kann eigentlich in Müll. Ich wollte es mal probieren, habe es mir neulich gekauft und man sieht natürlich total das Weiße und weil man drüber schreiben wollte, hat man sich fast den Kugelschreiber kaputt gemacht. Also ganz, ganz furchtbar. Man kann kaum mehr drüber schreiben. Man will ja drüber schreiben, ist ja Sinn der Sache, damit man auch diese weiße Scheiße da nicht irgendwie auf dem Blatt sieht. Und wenn man drüber schreiben möchte, geht es aber kaum, weil das wird nicht richtig angenommen. Totaler Fehlkauf. Ja, dann habe ich hier einen Klebestick und hier diesen Bastelkleber. Dann hatte ich mir diesen Kleber mal geholt, auch noch nie benutzt. Also ich benutze tatsächlich am liebsten hier diese Klebesticks. Ja, jetzt wird es ein bisschen problematisch. Dann habe ich hier meinen kleinen Locher. Ja, einen Anspitzer habe ich hier drin und hier diese Teile für Tacker. Hier fliegt ein Radiergummi rum.
Der war mal in der Krawallbox, der kommt raus. So, der muss da nicht drin sein. So, packen wir das mal alles wieder rein. Schatzi passt natürlich auch genau auf, was ich hier mache. Ne, mein Liebling, Mama ist gleich fertig. Und jetzt gehen wir ganz nach unten. Hier habe ich jetzt Stifte. Ja, Kugelschreiber. Es ist so ein bisschen getrennt. Hier habe ich meine Kawaii-Stifte und meine Kristallstifte. Ja, ich liebe diese Kristallstifte und ich muss sagen, ich zeige euch die mal eben, dass ich mittlerweile da auch schon einiges an Farben habe. Kann man alle gar nicht benutzen, man ist manchmal so doof, ne? Aber die sind einfach so traumhaft schön. Oh Gott, ich sehe gerade, dass ich wirklich echt viel davon habe. Zuerst einmal zeige ich euch meine Kawaii-Stifte. Die waren auch mal so in der Kawaii-Box. Das sind hier die. Einen habe ich in meinem Rose Gold Travelers Notebook. Da habe ich dann auch immer den hier. Den finde ich auch mega schön. Na, sag mal. Ich mag gar nicht so fokussieren. So. Den finde ich auch niedlich. Ja, der geht so, wa? Ich weiß bis heute nicht. Sollte das irgendwie ein Stiefel sein oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, und dann noch hier dieses süße Schäfchen. Ja, wie gesagt, das waren irgendwie meine Kawaii-Box. Das sind so Feinliner. Und dann habe ich noch, hier habe ich noch ein Lineal drin. Wenn ich fusen möchte, hier habe ich diese beiden riesen Paperclips. Ich benutze sie nicht, aber ich möchte sie auch behalten. Ne? Die sind einfach zu niedlich. Und dann diese Kawaii-Stifte. Die waren auch mal in der Box, in der Kawaii-Box, diese, nee, das nicht hier, diese kleinen Textmarker hier, genau. So, sind die Kawaii-Stifte. Und hier habe ich jetzt meine Kristallstifte, meine Pengames in verschiedenen Farben. Und zwar sind die unterschiedlich, wie man sieht. Ich habe manche, die haben, also ich finde natürlich die schöner, die oben auch ein Steinchen haben, wie man sieht. So, na. Und dann habe ich auch einige ohne Steinchen. Die sind einfach oben platt. Aber ich finde die mit den Steinchen so unglaublich schön. Ja, trotzdem, ich habe hier einiges an Farben. Hier ist lila. Hier haben wir auch ein hell lila. Ja. Rosa. Naja, ihr seht ja, ich kann euch ja jetzt nicht... So, ich zeige es einfach mal so. Schwarz, lila, gold, blau, türkis. Ich finde diese Farbe auch mega toll. Hier, diese Farbe ist toll, ne? Finde ich. Passt irgendwie nicht in mein Travels Notebook. Oder dieses dunkle Blau, blau-lila. Finde ich auch sehr cool. Mit den Steinchen da drin. Hier steht auch Swarovski. Ja, gefallen mir die Dinger einfach. Huch! Echt schöne Farben. Ja, das waren diese Stifte oder Kugelschreiber. Ich brauche im Leben wahrscheinlich keine Kugelschreiber mehr. Und hier habe ich dann halt so auch Kugelschreiber und so ein paar Stifte. Hier so eine CD-Schreiber und diese hier, das sind auch Feinliner, die sind aber sehr schlecht, muss ich sagen. Dann hat man hier, den finde ich auch so niedlich. Den hatte ich mal damals in meinem Willow, in meinem Tierplaner, den ich schon lange gar nicht mehr habe. Diesen süßen Kuli. Ich muss sagen, den nehme ich total gern zum Schreiben. Wenn ich irgendwie Post fertig mache oder schreibe einen Brief oder so, ich nehme diesen Stift. Der ist total cool irgendwie. Der schreibt sich richtig gut. Ja, hier diese normalen Kulis halt. Der ist auch so niedlich. Den hatte ich ja auch mal geschenkt bekommen hier von Hello Kitty. So. Das waren die Dosen. Die Dosen klingt auch gut. Die Behälter. Und jetzt sind wir gleich am Schluss. Hier ist nämlich jetzt die Rückseite und da hängt dann mein Körbchen mit den Washis. Und genau, die zeige ich euch natürlich jetzt nicht einzeln. Ihr könnt, also wie gesagt,
wenn ihr irgendwie da mal Wünsche habt, dass ihr die Washis noch mal sehen wollt. Ganz viele kennt ihr, aber die hatte ich im Heu. Hier sind jetzt ganz viele die neuen von Ali, die ich bestellt hatte. Auch ein paar von Action, also die ich jetzt einfach auch schön finde. Oder hier so kawaiig, kriege ich natürlich jetzt nicht raus. Aber das sind jetzt hier die von Ali alle. Aber auch ein paar andere. Ja, ich benutze nicht mehr so viel Washi, ne? Da ich ja aufgehört habe mit den Planern und nur noch so Travelers Notebook, da benutze ich mal ein bisschen Washi, wie die Kätzchen. Oder beim Smashbooken, aber ja, so wirklich viel Washi ist da nicht mehr. Aber man hat halt also nicht viel. Aber ich werde mich auch von ein paar trennen. Ich werde meine Koffer mal durchgehen und möchte da einiges aussortieren. Ein paar werde ich verschenken und mal gucken, wie ich das mache. Ja, das sind wie gesagt hier Washis. Und dieses Körbchen kann ich auch empfehlen für den Rastkock. Ihr seht, da passt auch einiges rein. Da sind also schon einige Washi-Tapes drin. Genau. Finde ich cool. Also dieses Körbchen passt sehr gut zu dem Rastkock. So, und jetzt sind wir am Schluss. Jetzt habe ich das Handy in der Hand. Das ist ein bisschen wackelig jetzt. Ich wollte es nochmal im Ganzen zeigen. Und bin jetzt auch durch. Ich hoffe, das etwas längere Video hat euch gefallen, aber kürzer ging es dann nicht. Ihr seht, da ist ja doch einiges drin in dem Rastkork. Und ja, das wollte ich euch zeigen. Ihr wolltet es sehen, jetzt habt ihr davon. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich werde mal gucken, ob ich es noch schaffe, am Wochenende hochzuladen. Und ja, bis zum nächsten Video. Und wenn ihr, wie gesagt, mal irgendwelche Washis sehen wollt oder irgendwie so, oder einzeln irgendwelche Sachen, die hier jetzt im Wagen, die ihr im Wagen gesehen habt, die euch interessieren, braucht ihr einfach nur sagen, dann mache ich gerne ein Video davon. So, jetzt knurrt mein Magen. Wir haben es 4 Uhr, ich habe noch nichts gefuttert, weil ich am Drehen bin. Und ich breche durch und ich werde mir jetzt was zu futtern machen. Bis dann. Ciao.